Okay. Hi, also dein Stand sieht super interessant aus. Möchtest du uns ein bisschen was dazu erklären, was das hier genau ist? Ja, wir haben hier einmal ein Open Source Force Feedback System. Das ist effektiv Teil vom Projekt, ist ein Motortreiber. Dann kann man dann jeden beliebigen industriellen Servomotor, gebrauchte oder neue, in ein High-End Force Feedback Lenkrad verwandeln, was halt auch locker mithalten kann mit anderen Systemen auf dem Markt. Der Vorteil daran, dass es Open Source ist, ist halt, dass man sich die Teile so zusammenstellen kann, wie man möchte. Man kann einen Motor nehmen, der halt zu seiner Anwendung passt, mit hohem Drehmoment, geringem Drehmoment, eher sehr leichtgängig, eher größer, je nachdem, welchen Stil man fahren möchte. Oder halt auch einfach Komponenten verschiedener Hersteller verbinden. Ne? Hier sieht man, ich habe einen Logitech-Shifter, der Interface halt auch effektiv mit dem System, sofern man eine Support-Klasse implementiert. Heißt, jeder kann den Code modifizieren und Funktionen hinzufügen für Motortreiber, Encoder oder externe Hardware. Weil du gesagt hast, den Code kann dann jeder irgendwie umschreiben. Mit was ist denn der geschrieben? Der Code ist in C++ geschrieben, also die Firmware für den Controller, der jetzt gerade das Lenkrad steuert über den Motortreiber. Dann gibt es noch eine Config-Software auf der PC-Seite, die in Python geschrieben ist. Die wird aber eigentlich nur für die Einstellung benötigt. Und theoretisch könnte man das auch über eine Command-Line machen und die Befehle eingeben. Erlaubt eben auch die Integration in externe Software zum Beispiel, weil gerade im Flugsimulatorbereich häufig sind das sehr angepasste Lösungen, die dann ein spezielles Protokoll benötigen und dann nicht mit dem HID-Standard funktionieren. Aber bei den meisten Racing-Games, das ist wie ein normales Gamepad, funktioniert eigentlich mit jedem Spiel aus den letzten 20 Jahren. Auf welchem Betriebssystem läuft das dann? Ist das Betriebssystem abhängig? Das ist nicht betriebssystemabhängig. Klar, in verschiedenen Betriebssystemen gibt es verschiedene Funktionen, aber es funktioniert unter Windows, Linux und ich habe auch User auf Mac. Allerdings die meisten User sind natürlich Windows-User, weil da die meisten Rennspiele verwendet werden. Unter Linux gibt es ein paar Spezialfälle, worauf man achten muss in der Firmware, aber das ist entsprechend so implementiert, dass es auf beiden Systemen funktioniert. Ich bin erreichbar auf YouTube unter dem Kanal GigaWipf oder eben auf GitHub unter dem Namen UltraWipf. Da sind alle meine Projekte veröffentlicht, unter anderem ein bisschen Floppy Music und auch der Source Code und die Hardware Design Files für das Force Feedback System. Probieren. Das hat sogar Pedale, hast du das gesehen? Das ist wie Autofahren. Bei diesem Auto braucht man die Kupplung nicht. Der hat eine sequentielle Schaltung, ist ein Audi R8 auf dem Nürburgring. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur Gas geben sozusagen. Ich bin so nervös, dass ich vergessen habe, wo die Bremse, wo das Gas und wo die Kupplung ist. Obwohl ich einen Führerschein habe. Ich hoffe, der Teil mit den Pedalen wird rausgeschnitten. Das Lenkrad startet jetzt einmal, muss ich kalibrieren. Okay. Das dauert ein bisschen. So, jetzt ist es kalibriert. Okay. Dann jetzt den zweiten Gang einlegen. Ach so. Ah, da muss man tatsächlich, um Gottes Willen. Ah, immer wenn es rot wird. Stärker bremsen. Nicht dabei Gas geben. Um Gottes Willen. Das ist definitiv nicht mein Ding hier. Ich lass dich das mal vorführen. Okay, ja bitte, mach mal vor, mach mal richtig vor, im Gegensatz zu mir. Das ist total verrückt. Jetzt habe ich gerade alles zu Schrott gefahren. Okay, die Kupplung ist ein bisschen nah an der Bremse. So. Okay. Jetzt müsste es gehen. Ich finde es auch total interessant, dass man den Widerstand richtig im Lenkrad merkt. Also es ist wirklich ja nicht nur ein Spiel sozusagen im Fernseher, sondern man fühlt es auch total, den Widerstand und so. Hey!
jetzt eigentlich auch mal ausprobieren? Nee, nee, ich will es nicht vor der Kamera. Ja, doch. Jetzt müsste ich wissen, wie mein Auto fährt. Wo ist was? Wie geht was? Gas rechts, Schaltwippe. Achso, kann ich nicht runterschalten? Ja, der. Ah! Also die Drehzahl ist so, okay. Was ist das für ein Mikrocontroller? Das ist ein STM32F407. So ein mittelklassiger Mikrocontroller, den man relativ einfach bekommt heutzutage. Ich würde wahrscheinlich auf einen etwas moderneren später wechseln. Aber das ist halt eine sehr gute Mischung aus Kosten und Leistung. Sinn der Sache ist, dass Leute das auch einfach nachbauen können. Und dann ist es wichtig, Teile zu verwenden, die man einfach bekommen kann. Zu meiner Verteidigung, ich weiß nicht, wie mein Auto fährt, also. Okay, jetzt bin ich zu schnell. Uiuiui, oh, krass. Das ist heftig, dass das einem hier so richtig... Ja. Warte mal, Rückwärtsgang? Ja. Okay, genau. Das ist einem hier so richtig rum? Es ist auf so einem kleinen Bildschirm manchmal etwas schwierig, die Geschwindigkeit einzuschätzen. Kann ich das Auto auch kaputt machen? Mache ich das gerade schon kaputt? Schaden ist abgeschaltet. Okay, das ist gut. Sonst wären viele Runden in der ersten Kurve schon vorbei. Komm mal rum. Ne, so, okay. Das ist aber echt geil. Wenn man jetzt wirklich so einen richtig fetten Fernseher vor sich hätte, wäre das bestimmt noch geiler. Ja, das hilft auf jeden Fall. Total viel Spaß macht es auch in VR, weil man dann einfach ein riesiges Sichtfeld hat und sich auch umschauen kann. Auf der linken Seite ist auch die Minimap von der Strecke. Na, das hilft vielleicht, die Kurven vorauszusehen. Habe ich noch nicht drauf geachtet, weil ich hier erstmal so Probleme habe, aber okay, so. Das war eine Runde, genau, okay. Jetzt versuche ich noch mal eine gute Kurve. Ah, man darf auch nicht zu schnell bremsen. Okay, krass. Ja, voll geil. Kann ich empfehlen. Holt euch das, baut euch das, macht das. Ja.